Wie kann ich meine entzündete, verletzte Haut ideal unterstützen? So das Thema des heutigen Videos. Und es hat zwei Aspekte. Also, was kann ich im Akutfall konkret tun? Also, wenn da so ein bisschen Entzündung ist, wenn es ein bisschen juckt, wenn sie verletzt ist. Natürlich leicht verletzt. Bei starken Verletzungen gibt es den Arzt und das Krankenhaus. Aber halt das Typische, was so im normalen Leben passiert. Einmal kurz gegen die Wand gerammelt oder sie juckt gerade, weil irgendetwas vorher passiert ist. Aber das machen wir im zweiten Schritt, weil der erste Schritt ist, was braucht die Haut konkret zur Unterstützung? Und da dieses Thema, die Haut, die Unterstützung braucht, so vielfältig ist und halt auch schon immer klar, es hat halt jede Medizinrichtung, jede Firma hat dort ihre Produkte und hat auch gute Produkte da. Im heutigen Video soll es um die Unterstützung im Akutfall mit den Produkten von Canavie gehen, wenn du die halt nutzt. Also im Idealfall hast du dann halt die Salbe da, die du dazu nutzen kannst. Die Salbe hat den Nachteil vielleicht oder den Vorteil, je nachdem, wie man es für sich nimmt, sie brennt ein bisschen. Man sagen kann, man kann es mit Öl verdünnen, also man kann selbst das CBD-Öl nehmen. Oder wenn man halt nur dieses pure Gold-CBD-Öl hat, kann man es auch damit versuchen, halt die Haut damit einzureiben. Sonst mit einem neutralen Öl vielleicht noch übergehen, wenn es in die Entzündung ist. Aber durch die Kräuter, also die Tribong-Mischung aus der chinesischen Medizin, die dort mit drinne ist, regeneriert die Haut sich dann sehr schnell wieder. Jetzt stellt sich dann natürlich noch die Frage, warum sollte ich dann die CBD-Produkte nehmen? Dieses CBD, also dieses Cannabis, das Cannabidiol, bringt mehr Gelassenheit, sowohl für die Kommunikation zwischen Kopf und Körper, also dass man eher zugucken kann und rauskommt aus der Panik, ah, was mache ich denn da jetzt? Und andererseits wirkt es halt genauso Gelassenheit geben auf eine einzelne Zelle. Das heißt, die Rezeptoren der Zellen, die gerade wenn so Entzündungsbereiche so ein bisschen übersensibel sind, die werden dort so ein bisschen gelassener und können sagen, okay, wir warten ab, es regeneriert jetzt. Also es hat mehrere Ebenen, auf denen es wirkt, was für dich aktuell passt. Die Frage, warum kommt es immer wieder? Die braucht von dir etwas Selbstbewusstwerdung. Und zwar ist dort der Moment spannend, in dem du merkst, dass ein Entzündungszeichen kommt. Also ein bisschen Rötung, ein bisschen es piekt, ein bisschen Schmerz. Weil dieser Moment ist der spannende Moment. Und im Gegensatz zum üblichen Denken, in dem man sagt, ja, in diesem Moment, da habe ich ja was falsch gemacht. Das ist genau andersherum. Und ich kann es halt an einem einfachen Beispiel erzählen. Wenn du dich verletzt, hast du Entzündungszeichen, wenn die Verletzung repariert wird, also wenn sie gerade heilt. Dann hat man halt erst so die Entzündung, dann schwillt es ein bisschen, dann kommt Juckreiz und dann irgendwann verschorft sie vollständig und heilt ab. Und genau dieser Prozess passiert bei der Haut auch in Rhythmen, wo vorher du unbewusst warst. Als Mathematikerin liebe ich für die Erklärung natürlich Diagramme und Modelle. Und die Entzündung und die Schwellung finden wir typischerweise hier in diesem Bereich. Und hier gibt es dann den Juckreiz und hier hinten gibt es halt noch Juckreiz. Hier ist sozusagen das ist die Regenerationsphase der Haut. In der Rhythmik der Haut. Und das Interessante, das, wo aufgebaut wurde, dass das regeneriert werden muss, findet halt vorher statt. Das heißt, es muss eine konfliktaktive Phase gegeben haben, bevor es halt Entzündungsschwellung gibt. Also das war halt entweder der Stoß, die Verletzung oder aber etwas, was intern im Unbewussten deiner Empfindung, deiner Emotion war. Was mit Kontakt zu tun hatte und auch mit genau dieser Hautstelle.
Denn es hat immer mit Kontakt, entweder mit Kontakt haben wollen oder Kontakt nicht haben wollen. Und typischerweise zeigen uns die Symptome, was damit zu tun hat. Nehmen wir ein Beispiel. Diese Beispiele sind jetzt ganz konkrete Beispiele von ganz konkreten Personen. Die sind nicht direkt auf andere Personen übertragbar, aber es tut das Denken vielleicht etwas veranschaulichen. Und zwar stellen wir uns einen Menschen vor, der beim Kontakt mit dem Apfel, also wenn er versucht, den Apfel zu essen, sich die Mundschleimhaut aufdröselt. So, das heißt, das Aufdröseln der Mundschleimhaut steht hier. Das heißt, vor dem Kontakt mit dem Apfel muss etwas passiert gewesen sein, was hier gelöst wird durch den Apfel. Und dann geht es halt darum, dort konkret hineinzufühlen. In einem konkreten Fall war das zum Beispiel, dass dort diese Sehnsucht nach Sinnlichkeit, die hier ins Unbewusste gedrückt werden wollte, weil sie konnte nicht gelebt werden, durch den Apfel halt ausgelebt wurde, und das hat diese Regeneration gemacht und halt immer im Kontakt wieder mit dem Apfel. Und das ist halt auch unterschiedlich gewesen, je nachdem, wie groß vorher diese Sehnsucht im Unbewussten gelaufen ist. Nehmen wir ein Beispiel mit der äußeren Haut. Zum Beispiel, wenn jetzt nach dem Essen von Zucker auf einmal die Haut aufblüht, sagt man ja dann so, rot wird. Also dann guckt man ganz genau, welche Stelle der Haut. Wenn es zum Beispiel jetzt diese äußeren Hände sind, also die hier oben auf den Händen, muss es vorher irgendwie eine Bewegung gewesen sein von, man möchte etwas wegschieben vielleicht. Also es ist immer genau in diese, da rein zu gucken, was hat sich gelöst, was damit zu tun hat. Und da gibt es natürlich verschiedene Methoden, wo halt jeder, der bei der Begleitung zur Gesundheit unterstützt, halt hingucken kann. Du kannst selbst fragen, deine Haut, du kannst dich mit deiner Haut unterhalten oder du nutzt halt einen Begleiter zur Gesundheit. Das mache ich natürlich auch gerne, aber halt auch die anderen Begleiter zur Gesundheit des Studiennetzwerks. Und schau, wer in deiner Nähe ist, der dich dabei unterstützen kann. Danke für deine Aufmerksamkeit.